Den Kopfkissenbezug steigen mitternachts ein, ficken dein Schlaf, mach mit der Axt frei durch das Sicherheitsglas. Streifen auf der Straße, ich greife in die Lage und schnapp allein die Exemplare. Teurer Schmuck und ich lauf durch Wände, Feuer spuckt aus der Auspuffblende. Aus dem Weg! Tut mir leid. Hey, Gewalt ist keine Lösung, Leute! Nikolai, hör auf! Schlagt euch nicht! Schlagt euch nicht! Schlagt euch nicht! Schlagt euch nicht! Nikolai! Wenn er nicht hören will, muss er fahren. Nikolai, heul dich nicht an. Komm, zieh mich mit. Klingt auf jeden Fall, oder? Komm, ich fahr dich ganz ein bisschen weg. Was hast du mit? Was hast du mit? Nikolai, fass dich. Hat er mir schon gesagt. Lukas, halt mich zurück. Warum haust du mich? Warum haust du mich? Nikolai, mach keine Faxen. Weil ich dir 30 Mal gesagt habe, du sollst dich verpissen und du das nicht gehört hast. Was bist du so fuß? Hau mich nicht, entschuldige dir. Den Scheiß mach ich, du bist entschuldige selber schuld. Entschuldige dir. Nein, du bist selber schuld entschuldige gewesen. Entschuldige dir sofort. Entschuldige dir. Fuck mich nicht ab, Alter. Entschuldige dir. Oder wir sind keine Freunde mehr. Ja. And his name is John C. Babo. Nikolai. Nein, ich hab... Lol. Weil sie Miss mehrfach hat sie Miss beleidigt und sie hat Miss gehauen und sie hat es nicht entschuldigt. Und sie ist vor mir weggelaufen. Nikolai, sie hat dich nicht beleidigt. Ich schwöre, sie meinte verpiss es und so. Das ist keine Beleidigung. Klar ist es, wir müssen eine Beleidigung. Jeder Mensch ist untersiedlich, jeder Mensch hat Weste und ich will nicht, dass jemand zu mir sowas sagt. Für mich ist es eine Beleidigung, wenn jemand zu mir sagt, verpiss. Ich hab normal geredet, ich hab gesagt, entschuldige das bitte. Sie sagt, nein, verpiss es. Und sie hat mich gehauen. Sie hat zuerst ihre Faust geschwungen. Junge, ich schwöre, was ist los mit dir? Ich überfahre sie gleich. Oder ich zünde sie an. Sie, Miss? Sie. Guck mal. Wenn, dann wird sie hier geslappt. Und Ness ist. Da kommst du jetzt her? No, es macht meine Finger des Mutzes. Dann sag nicht, dass du sie slappst. Ich lass sie dann slappen. Guck mal, wir klären das dann anders. Moment. Nein, nein. Gib mir ein bisschen Zeit. Nein. Doch. Entweder mit dem Rum darin mit weiter involviert. No. Teilnander, ob unter meiner Aufsicht oder ihr schlägt euch jetzt. Oder? Vierte Option, sie kommt zu mir, entschuldigt es. Fünfte Option, sie entschuldigt es nicht. Dann hole ich sie mir irgendwann. Sechste Option, wir gehen uns einfach aus dem Weg und wir lassen es dabei und wir ignorieren uns. Leute, es bin in eurem Funk. Okay, Nikolai, dann kannst du Lukas dem deinem Bank sitzen sagen, er kriegt morgen sein Blattort. Warum okay, Lukas sein Blattort? Hab's dir gesagt. Was ist mit Lukas? Sag, ich hab ihn Geisel und so. Nikolai, tu nicht so dumm, ich hab ihn doch in deinem Wagen gesehen. Er ist meine Geisel, hä? Er ist deine Geisel. Ich hab ihn, er ist gefesselt, er hat ein Panzertape im Mund. Warum nimmst du einfach so das Geisel? Ihr habt mit mir gefickt, jetzt fick es mit euch, deswegen ist er meine du Geisel. Hast du mit dir gefickt? Ey, okay. Ist Ey. Wurde, ey, spressende Mikrowelle, leise. Okay. Leise spressende Mikrowelle. Nein, werde es nicht. Nein, bitte ruf Nis One an, bitte. Das können wir noch so klären, bitte. Nis mit One, bitte. Es bringt euch Lukas zurück, ehrlich. Bitte Nis One, bitte. Ich schwöre, ihr seid Pötze, Pötze, Pötze. Sie soll sagen zu mir, Entschuldigung, Meister und Herrscher, es tut mir leid. Oder sie sagt es niemals. Das soll sie sagen und dann Nikolai. Alles quit. Nikolai? 01 hört. Was wir Schwanz lutschen? 01 hört, sagt er. 01 hat abgelehnt. Aber Bruder, sie hat sich was dahin schon. Ist das Karl Jan Wesen? Nee, ne? No. Nein, ich hab mich auch nicht entschuldigt, aber auch zu recht. Boah, das kommt aber böse. Nimm das als Anwesen, Bro. Ich hab ihn einmal geschlagen, das gehört dass ihn. Er noch bei Bewusstsein
sein war, ich werde mit dem Golfschläger geschlagen und bin bewusst los. Du also hast... Sagen, mehr als sag, du fickst mich niemals, Kollege. Und du fickst mich niemals, Kollege. Du hast nicht gehört, also habe ich dich umgeschlagen. Kollege, halt mal den Ball flach. Du hast mich beleidigt und bist gehauen. Ja. Bruder. Die sind alle so mad. Wir gehen von 10 Minuten auf 20 Sekunden. Zeit läuft. 15 Sekunden, sonst stirbt euer Mann. Eine halbe Million oder 15 Westen. 10 Sekunden. Ja, wo bist du denn? Ich denke, deine Beziehung zu Rong ist dir wichtiger als irgendwelche Westen und irgendwelches Geld. Doch, wir geben ihm die Westen. Und man sieht doch kein Bild. So, Leute. Es tut mir leid. Ich liebe so. One. Ich liebe euch alle. Es ist schon getan. Nikolai, du hast gerade gesagt, du möchtest Westen oder Geld. Jetzt bieten wir dir Westen an. Es ist schon passiert. Es ist schon zu spät. Okay, Jungs, Nikolai ist vogelfrei. Sobald wir ihn sieht, umschießen. Was für? Okay. Viel Spaß, uns mit ganz Los Santos anzulegen, ihr Pisser. Wollen wir die ficken? Nikola ist vogelfrei, wenn ich den sehe, schießt ihn auf, oder was er labert. Soll ich noch durchfunken, Freeman, viel Glück? Ich hab ihn geschickt. Schnell weg, Kumpf! Er sagt, hast du gehört? Wo soll ich anfangen? Palito Bay, Palito Bay. Nein, Palito Bay ist das. Soll ich durchfunken, viel Glück, Freeman? Okay, ja, mach, wenn du willst. Freeman, viel Glück. Boah, böse! Wenn du mich plattouten willst, dann musst du mich jagen. Boah, wie ein Löwe hast du geredet. Ja? One! Ich hab das vermisst, One! Er ist so mad. Ja, ich dich auch, erzähl, was ist los? Was ist passiert? Hör ganz zu, spitz deine Ohren. Bin dabei. Sind die angespitzt? Ja. Gut. So. Es war, da warst du auch noch wach. Vor zwei Stunden, eineinhalb Stunden war es mit euch vor Awegawase. Es guckst du, sie gibt mir eine Bombe. Bam, ist Genoki. Ne, ich bin auf Boden runtergefallen. Mit Platzwunde, ist Blute. Die hauen sich so weiter. Diese Frau hat diesen Mann Benat gehauen. Ich sage, ey, entschuldige das. Was soll das? Du hast mich gehauen. Ohne Grund. Sie sagt, geh mir nicht auf, sag verpiss es. So ist es, Fuß. Wie gesagt, ich war nicht da. Ich kläre das. Ich rufe dich gleich nochmal an, ja. Okay, danke. Perfekt, bis gleich. So. Steig ein. So. Meine Freunde der Sonne. So. Ich will, dass sie jetzt vernünftig geklärt wird. So, guck mal, jetzt fangen wir mal an. Ich hab auch zu One am Telefon gesagt, es war scheiße von mir, dass ich direkt mit einem Ghostlager gekommen bin. One weiß, ich hab Aggressionsprobleme. Statt du mich schlägst, könntest du auch sagen, hier ist gerade ein Platz in. Ich soll einfach weg. Ich hab nur gesagt, dass du gehen solltest. Du hast gesagt... Ich hab dich ja nicht bewusstlos geschlagen. Ich hab dich... Es war... Ne? Genau. Ja. Aber bevor du mich gehauen hast, hast du so mehrmals gesagt, verpiss es. Zurück. Nein. Spaß. Da hinten sind die. Du fällst wieder. Wir gehen spazieren, Bruder. Spazieren und reden. Leute, ich glaube, wir gehen spazieren. Wir gehen wandern, Leute. Kommt. Wie ich es gesagt habe, mein Auto ist im Wasser. Du hast im Wasser gelassen. Ja. Ich rechtzeitig raus. Ich bin raus. Ja, weil er mich nicht fahren gelassen hat, Digga. Weil er ein Opfer ist. Ich bin doch runtergefahren, Bruder. Gut, dann Nikolai und Lamia. Ah, verdammte Fucker. Darauf einigen, dass ihr euch wieder lieb habt. Also, wir hatten uns noch nie lieb. Wir hatten ja wirklich nie was miteinander zu tun. Könntet ihr damit anfangen? Also, muss es sein? Wir müssen uns ja nicht lieb haben. Nikolai schon sehr gern. Ich habe nur am Ziel gesagt, so, ich habe natürlich mitzuhalt. Ich habe nicht gesagt, dass es unzuldes bin. Ich habe nur gesagt, ist von mir, also es war nicht derjenige, der zuerst jemanden eine Faust gedonnert hat oder so. Oder beleidigt hat. Es wollte ja nur was Gutes. So, und Freeman meinte,
Er hat mir zwei Optionen gegeben. Er meinte, entweder sucht ihr mich, wenn ich nicht herkomme, oder ich komme her und entschuldige mich zuerst. Oder er meinte, dass es entweder gegen dich kämpfe, Lamir, oder gegen Freeman. Und ich meinte zu ihm, warum kämpfen? Wir sind doch eigentlich Familie. Wir müssen das doch klären und nicht kämpfen. Und warum soll es das mit einem Kampf klären? Ich kämpfe gegen andere Leute, wenn es sein muss. Ich bin ja eigenes gegen Gewalt. Aber wenn es sein muss, kämpfe ich gegen andere Leute, aber nicht gegen Familie. Na gut, was Freeman gemacht hat, da kann ich nichts für. Ja, natürlich. Nur, okay, ich dachte halt, ihr habt das irgendwie so vielleicht ausgemacht, aber... Was? Na, so natürlich West. So. Von mir aus, wir können das vergessen. Also, was jetzt ja, vergessen? Dann lass das Tor zu. So ignorieren. Vergessen ist es ja eigentlich nicht. Man wird es ja ewig dran erinnern. Ja, das ist Pinky und zwei andere Hampelmänner. Wir müssen jetzt auch nicht Freunde sein, sondern einfach wie vorher, dass wir nie was miteinander zu tun hatten. Ja, sind sie. Ich meine, es weiß zwei nur, wie BMW, dein Name heißt. Pinky im Ferrari. Mehr ist nicht. Das ist das, was ich gesehen habe zumindest. Nein. Die beiden, die wir losgeschickt haben, sind da nicht bei. Du bist im Funk? Na natürlich. Was? Abslepov in Los Santos. Bei der Kamera. Kannst du verkaufen oder nicht? Hey du kleiner Boss, er macht das mal ab hier. Und wo ist der Rest? Hey du Wurzlöffel. Was? Hey du Wurzlöffel. Hab ich schon gebracht? Nein, hast du nicht.